Ja, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Mich hat der Antrag überhaupt nicht erschüttert, weil ich in der Erwartung war, dass irgendwann ein solches Pamphlet auch diesen Landtag erreicht. Das ist bedauerlich, aber nicht zu ändern. Es hängt damit zusammen, dass Sie hier in diesen Landtag gewählt wurden. Ich bin allerdings verwundert darüber, und ich sage das, adressiere das ganz bewusst an Sie, Herr Kollege Seifen, dass ein Mann wie Sie, der jahrzehntelang Gymnasialdirektor war und bis 2013 in der CDU, dass so ein Mann in der Verantwortung im Umgang mit Kindern unseres Landes sich sozusagen unter solche Anträge mitschreiben lässt. Das erschüttert mich. Nicht der Antrag, sondern dass solche Leute wie Sie, der doch weiß, worüber wir sprechen. Ich habe Sie reden hören über Humanismus, über Kant. Ja, also Sie sind ja intelligent und klug an sich auch. Aber ich habe schon den Verdacht, dass das bei Ihnen sehr durchmischt ist und wir wirklich hier mit einer sehr komplizierten Lage es zu tun haben werden. Auch übrigens vor dem Hintergrund, dass Sie sich ja gestern Abend haben in den Rundfunkrat wählen lassen und damit auch zu denen gehören werden, die jetzt jeden Monat Geld überwiesen bekommen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Und das ist natürlich schon an sich eine Schande aus Ihrer Sicht. Herr Kollege Kalmes, wenn Sie gestatten, der Abgeordnete Seifen würde Ihnen gerne eine Zwischenfrage stellen. Ich wollte eigentlich keine zulassen, aber ich habe ihn so direkt angesprochen, da würde ich ihm die auch genehmigen. Bitte schön. Also dafür danke ich ganz herzlich, aber ich habe Sie auch nur gestellt, weil Sie mich angesprochen haben. Ich nehme natürlich Ihr Lob gerne entgegen, das können Sie sich vorstellen, weil auch mir Eitelkeit nicht fremd ist. Meine Frage, können Sie sich vielleicht vorstellen, da Sie gerade mein Urteilsvermögen gelobt haben, dass ich genau deswegen von der CDU in die AfD gewechselt bin, erstens. Und zweitens, können Sie sich vorstellen, dass man zwar den Bestand einer Struktur kritisiert, aber aufgrund der Sachverhalte, die es gibt im parlamentarischen Raum, sich trotzdem am Wirken dieser Struktur beteiligen muss und dass das kein Widerspruch ist? Herr Kollege, nur kleiner Hinweis, eine Zwischenfrage. Bitte schön, Herr Kollege Kalmes. Wissen Sie, das Problem ist, ich zitiere dann einfach mal Karl Kraus, Herr Seifer. Das Niveau ist gestiegen, aber es ist keiner mehr drauf. Und das ist ein bisschen das Problem. Das Niveau ist gestiegen, aber es ist keiner mehr drauf. Das ist ein bisschen das Problem, verstehen Sie? Es mag ja sein, dass Sie das wirklich für eine kluge Idee hielten, von der CDU zur AfD zu wechseln. Das ist auch gar nicht das Thema des Antrags im Übrigen. Aber ich unterstelle einfach, ich habe das sehr bewusst angesprochen, weil Sie sind Mitglied im Rundfunkrat demnächst. Sie werden über so einen Antrag mit uns im Rundfunkrat ja nochmal diskutieren. Und dann werden Sie merken, dass da ganz viele Menschen sitzen, die das völlig anders als Sie sehen und im Grunde der Antrag selber eine Auseinandersetzung gar nicht wert ist, weil er ehrlich gesagt das Niveau völlig unterläuft, was wir zu diesen Themen in diesem Hohen Haus bisher diskutiert haben. Und in dem Sinne werden wir uns auch abstimmungsmäßig verhalten, das wird Sie nicht überraschen. Und ich glaube, dass wir für 60 Cent pro Tag in Deutschland über einen ausgezeichneten öffentlich-rechtlichen Rundfunk verfügen, der in seiner Breite, in seiner Vielfalt, in seiner Angebotsschärfe seinesgleichen sucht. Sie könnten ja mal in andere Länder reisen und gucken, wie es da ist. Dann würden Sie, tun Sie hoffentlich auch. Und wenn Sie da Fernseher anmachen, dann wissen Sie, dass wir hier sehr gut bedient werden. Und einen Satz muss ich doch noch loswerden, weil ich wollte es kurz halten. Aber dieses Schmähen von Unterhaltungsangeboten, ob das sowas ist wie Traumschiff oder wie Geschichten von Rosamunde Pilcher, wissen Sie eigentlich, wie viele Leute, die nichts anderes mehr tun können, als vom Fernseher sitzen, weil es traurig genug ist oft, froh sind, dass sie solche Art Programme auch bekommen? Wissen Sie eigentlich, dass die auch gerne dieses von uns vielleicht als etwas seicht empfundene Zeugs gucken? Lassen Sie den Menschen das doch. Die zahlen gerne die 60 Cent pro Tag. Wenn Sie 17,50 Euro mal auf 30 Tage umrechnen, Herr Tritschler. Das ist doch kein Problem. Das ist doch ein Teil des Erfordernisses. Und es gehört im Übrigen bundesverfassungsgerichtlich so festgestellt zu dem von Ihnen so oft zitierten Grundauftrag. Lassen wir es also einfach so stehen. Der Antrag wird keine Mehrheit finden, das wissen Sie. Deshalb können Sie ihn auch so gefahrlos und eigentlich auch so dümmlich stellen. Aber es ist schade drum. Das Thema hätte Besseres verdient. Ja?